Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Cam Volta. Heute mit einer ganz besonderen Episode, denn wir gehen ein bisschen schießen. Neben mir ist der liebe Andreas Telm, mein Jagdlehrer, bei dem ich auch meinen Jagdschein gemacht habe. Also falls jemand seinen Jagdschein bestehen möchte, kann er sich gerne bei Andreas Telm melden und der Jagdschule Berlin-Brandenburg mit einem super Team, die mich auch zu dem Jagdschein gebracht haben und in der Videobeschreibung alles verlinkt. Und Andreas ist auch mittlerweile ein guter Freund geworden und hat mir mal ein paar Waffen mitgebracht, die mir möglicherweise gefallen könnten, die wir heute einfach mal testen werden, um zu gucken, was das Richtige für mich ist, jagdlich, womit ich auch zurechtkomme, mit welchem Kaliber. Wir haben verschiedene Kaliber hast du dabei, ne? Und dann gucken wir uns einfach mal durch und nehmen euch mit auf diese spannende Reise meiner ersten Jagdwaffe. Yay! Los geht's. Schießen ist immer eine sehr, sehr schöne und beruhigende Sache. Auch wenn die Leute sagen, Schießen ist doch nicht beruhigend. Doch, Schießen ist wie Meditation. Super Sache. Ich bin jetzt Jäger und ich habe meinen Jagdschein bestanden. Bin auch sehr, sehr glücklich darüber. Ihr kennt ja Andreas aus den letzten Jagdvideos schon. Aber da war ich ja im Rahmen des Unterrichts mit Andreas unterwegs. Und jetzt bin ich selber Jäger und darf selber auf die Jagd gehen. Aber ich weiß noch nicht, was mir für eine Waffe liegen könnte. Und deswegen habe ich Andreas gefragt, ob er mir da mal ein paar Sachen empfehlen könnte, weil er mich jetzt auch schon ein bisschen kennt. Und hat dann jetzt hier ein paar Sahnestückchen mitgebracht. Und die werden wir jetzt mal durchtesten. Wir sind hier übrigens auf der wunderschönen Schießsportanlage Wittstock-Dosse. Also wer Jäger ist oder Sportschütze, kann gerne hierher kommen und auch den Schießstand nutzen. Aber wer auch einfach mal so schießen möchte unter Anleitung eines erfahrenen Schießtrainers, kann sich gerne beim Schießstand Wittstock-Dosse melden. Der Link ist unten in der Videobeschreibung auch verlinkt und kann sich beim lieben René melden. Und der macht euch mit euch dann mal ein paar Schießtrainings. Ich habe dir einfach mal vier verschiedene Waffen mitgebracht. In dem Fall Markenreihen aus dem Hause Merkel. Zwei traditionelle, zwei Kipplaufbüchsen, die wir hier jetzt mit der K5 seit Ende letzten Jahres auf dem Markt haben, die wir auch ganz gewöhnlich vertreiben, die in den verschiedensten gängigen Kalibern zu erhalten sind. Unser Standardrepetierer mit der Merkel Helix, die auch hier mit dem Spitzerschaft ausgestattet ist, und rechts daneben, rechts außen, mal ein Ausreißer von der Schiene, die wir jetzt hier präsentieren, eine Selbstladebüchse, die aus dem Hause Merkel unter dem Namen SA1 firmiert und dort auch mit Schalldämpfer ausgestattet ist. Eine der wenigen Selbstladebüchsen auf dem Markt, die wirklich gut und zuverlässig auch mit Schalldämpfer läuft. Da bin ich mal gespannt. Los geht's! Hey! Die erste Waffe für heute. Wir gucken jetzt mal, wie der Streukreis ist. Gemerkt, der ist mir abgehauen. Die beiden sind okay. Also ist auf jeden Fall, kann man damit treffen. So, dann werde ich die jetzt erstmal testen, die K5. Ohne Schalldämpfer. Mit einem Leica Magnus. Klein, so zerbrechlich, so schön führig. Kriegt man überall mit hin. Kann man für jede Jagdsituation, außer auf der Drückjagd. So, jetzt haben wir die K5 nochmal mit Schalldämpfer, mit einem Swarovski-Objektiv, mit einem 50er Glas. Eben hatten wir ja ein 56er ähnlich, aber auf der Speedster. Ne? Also ist alles nochmal interessant zu sehen, wie hier der Unterschied ist.
Okay. Der eine weiß nicht, warum der da oben ist. Aber schießt auch, wo sie hin soll. Mit Schalldämpfer wesentlich angenehmer. Ich muss sagen, Resümee für mich, auf jeden Fall eine Waffe mit Schalldämpfer. Also definitiv. Nicht nur vom akustischen, sondern alleine vom Handling, vom Gefühl her, vom Rückstoß. Tausendmal besseres Gefühl. Also es wird auf jeden Fall eine mit Schalldämpfer. Und für mich ganz klar, der Favorit unter den Waffen ist die Helix Speedster. Also ganz, ganz klar, mit ganz, ganz viel Abstand weit vorne. Nachdem ich mich jetzt für eine Waffe entschlossen habe, das wird auf jeden Fall die Speedster Scout sein, diese hier, genau so wie sie ist, finde ich sie nämlich echt super. Da werde ich jetzt nochmal versuchen, auf den Bock zu schießen im Stehen, gucken, wie das Trefferbild da ist, bin sehr gespannt. Ich hoffe, das kleine Video hat euch Spaß gemacht, Freunde. Wir haben heute 4 verschiedene Waffen getestet mit ganz verschiedenen Kalibern und Optiken. Ich habe auf jeden Fall das Passende für mich gefunden. Die Merkel Helix Speedster Scout wird sein, genauso wie sie heute war, mit dem Swarovski-Objektiv, mit dem Schalldämpfer. Picobello, genau so will ich die haben. Viele schreiben mir auch immer, welche Klamotten ich benutze. Ich benutze die Klamotten von Merkel Gear momentan, weil die wirklich mir am besten passen, am besten sitzen und der Qualität und auch der Tragekomfort wirklich für sie spricht. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sowie alle Sachen, die wir heute getestet haben. Alle Waffenhersteller, also die Merkel, sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Die Objektive sind in der Videobeschreibung verlinkt. Die Schalldämpfer, wenn euch davon irgendwas interessiert, findet ihr das unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euren Jagdschein machen wollt, könnt ihr euch gerne bei der Jagdschule Berlin-Brandenburg melden. Auch die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich auch der Stillstand mit Stock Dosse. Vielen Dank, dass wir hier drehen durften. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei...